10 Pfennige oder ein Groschen brachten vor gut 100 Jahren dieses Grammophon dazu, die aufgelegte Schallplatte abzuspielen. Gewissermaßen der Vorläufer einer Musicbox, die in den 40er und 50er Jahren in keiner Kneipe fehlen durften. Dieses Gerät ist nur ein Beispiel für die vielfältigsten Münzautomaten, die seit Freitag im Technikmuseum ausgestellt werden. Sie gehören Ulf Steinfurt, der neben seiner allseits bekannten Tätigkeit als Boxpromoter seine Brötchen eigentlich als Betreiber von Spielotheken verdient. Und dann kam da wohl unweigerlich einmal das Interesse nach den Ursprüngen dieser Geräte auf, denn Münzautomaten können so viel mehr als nur Spielautomaten sein. Weil zu DDR-Zeiten war das auf Rummelplätzen und ich fand das faszinierend und so kam die Sammelleidenschaft. Und das war ja nicht so einfach, schon zu DDR-Zeiten sowas zu finden. Und also heutzutage fast unmöglich. Also ein Aufruf an alle Zuschauer, wer was hat, bitte melden. Wir freuen uns, wir werden es auch aufbewahren und den Leuten zeigen und sowas. Also wer eventuell noch alte Automaten hat, bitte melden. Diesen Aufruf haben wir damit mal gleich weitergegeben, denn vielleicht verstaubt ja auf irgendeinem Dachboden noch so ein Gerät, das man wiederbelebt und so von Fachleuten repariert und betriebsbereit gehalten werden kann. Ich habe zwei linke Hände, aber nee, Spaß beiseite, ein bisschen schon, aber ich habe dann schon gute Leute, die dann mir beim Restaurieren helfen. Das Herzstück ist dabei wohl der Münzprüfer, der als Wunderwerk feinmechanischer Handwerkskunst erkennen sollte, ob da wirklich Geld und keine Unterlegscheibe eingeworfen wurde. Und das waren ja mechanische Münzprüfer, sind ja mechanische Münzautomaten. Und das war Feinmechanik, die Größe, Dicke, die das Relief geprüft haben, bevor sie die Münze annahmen. Also das war schon gute Handwerkskunst, die Herstellung eines Münzprüfers zum Beispiel. Angefangen hatte es mit dem 10-Pfennig-Stück, das Leben in die Maschine brachte. Damals viel Geld. Und im Laufe der Jahrzehnte zum Beispiel aus Silber, Kupfer oder Aluminium. Doch alles musste durch den Münzprüfer erkannt werden. Die ersten Automaten waren übrigens für die Süßwarenhersteller unterwegs. Schokolade zum Beispiel konnte gezogen werden. Und die Hersteller probierten neue Produkte zuerst im Automatenverkauf aus. Denn die waren unbestechlich über alle Währungsumstellungen hinweg. Wir haben ja hier zum Beispiel so einen alten Kondomautomaten, das waren gar nicht Kondomautomaten, das waren in den 30er Jahren waren das Süßwarenautomaten, die dann in der DDR-Zeit umgebaut wurden, um dann in der Toilette noch Mondos zu verkaufen. Aber offensichtlich nicht immer funktionierend oder gar leer, denn irgendjemand hatte mal kräftig draufgeschlagen, um seinem Unmut Luft zu verschaffen. Und das wollten wir extra so lassen, dass die Leute diesen Charme der langen Arbeit, die die armen Bengels auf dem Rücken haben, die haben ja bis zu 100 Jahre fleißig Geld eingenommen für ihren Aufsteller und haben so viel miterlebt. Ja, wer rohe Kräfte walten lassen möchte, der ist bei einem dieser Jahrmarktautomaten sicher besser aufgehoben. Teilweise stehen sie ja heute noch auf den Rummelplätzen dieser Welt. Allerdings mit mehr Blink-Blink und Geräuschkulisse. Auch wenn vor über 100 Jahren alles, was damals ging, in den Bau solcher Maschinen investiert wurde. Weshalb Steinfurts Herz wohl besonders an einem Gerät aus dem Jahr 1905 hängt. Dieses Luftschiff-Spielautomat, den finde ich einfach besonders. Und das hat irgendwie so einen Charme. Das ist so in der Kaiserzeit gebaut worden. Um 1905 ist der Automat. Das einzige bekannte Exemplar, was ich kenne, und finde ich einfach charmant und das strahlt so ein bisschen so die Gründerzeit aus und das passt so ein bisschen zum Industriezeitalter. Die Präsentation der Ausstellung passt im Übrigen gut ins Technikmuseum. Zwei große Banner mit Straßenszenen des breiten Wegs versetzen in die 1930er Jahre, inklusive mit Münzautomat angeschlossenem Velociped. Unsere Region war übrigens einst ein Zentrum dieser feinmechanischen Gerätschaften. Die Zuckerindustrie zog die Süßwarenhersteller nach sich und diese brauchten die Automaten. So gab es auch in Magdeburg Hersteller, wie zum Beispiel den Nähmaschinenproduzenten Mundlos,
von dem Ulf Steinfurt auch einige Exemplare ausstellte. Das ist ein Tischkegelspiel in einer Gaststätte, muss man sich vorstellen, in einer Kneipe. Und dann wirfst du 5 Pfennig ein und wenn du alle Kegel, und der die richtig umballert, kann dann was gewinnen wahrscheinlich, vielleicht eine Zigarre beim Gastwirt. Und danach muss er die einhängen und würde die Klappe zumachen und der nächste dran ist, muss wieder 5 Pfennig reinwerfen. Also das war schon so gedacht, aber man konnte auch Missbrauch betreiben und konnte wahrscheinlich auch ein bisschen länger spielen. Die meisten der ausgestellten Münzautomaten, so Ulf Steinfurt, sollen noch funktionieren. Nur leider darf man das als Besucher nicht ausprobieren, weil sich die wertvollen Einzelstücke hinter Glas befinden. Allerdings ein paar ehemalige Zigarettenautomaten wurden umfunktioniert und da bekommt man sogar was fürs Geld. Und die eingeworfenen Münzen darf später das Technikmuseum für seine Arbeit behalten. Bis zum 8. Juli ist diese kleine Sonderausstellung zugänglich. Danach gilt unweigerlich,